Dann sage ich nochmal herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zum heutigen Live-Event der anderen Art. A ist es eine kürzere Session und B ist es jetzt A am Abend, B und A, sehr witzig. Also A am Abend heute mal, dreht sich heute um die Börsenmatrix Insight. Wir wollen mal hier genau hinter die Kulissen gucken und schauen, was sich hier der Dennis Gürtler, ein frischer Partner, mit dem wir hier bei JFD in Kooperation gegangen sind, was er denn so treibt mit dem Portal bzw. mit seinen Anlagesetups. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir eben hier den Live-Event der anderen Art gemacht haben. Wir werden hier, das will ich gleich vorwegwerfen, liebe Leute, auch da in Zukunft auch nochmal den klassischen Live-Event machen mit zwei Sessions pro Tag, also einmal vormittags und dann wieder nachmittags. Da werde ich den Dennis auch gern mal laden bei Gelegenheit in Zukunft. Da wir hier natürlich auch Intraday die Märkte im Fokus haben, wir, und da meine ich natürlich selbst heute auch natürlich im Sinne der EZB, aber Dennis natürlich auch hier mit seinen quantitativen Systemen und dergleichen. Und da wollen wir heute mal so einen kleinen Einblick geben und darüber hinaus in den nächsten Monaten noch viel, viel mehr machen. Bleibt es da mal gespannt an der Stelle. Es wird auf jeden Fall einiges geben an Highlights. Ich begrüße auf jeden Fall Dennis Gürtler hier an der Stelle. Ich kenne ihn selbst schon sehr, sehr lange. Wir hatten auch vor vielen Jahren mal temporär Kontakt. Freue mich aber umso mehr, dass sich unser Kontakt jetzt hier sozusagen ausgebaut und intensiviert hat. Dennis, you're welcome. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die ein oder anderen werden mich ja schon kennen. Es geht um Systeme, Strategien und generell um Märkte. Heute mit der EZB ein eindrucksvolles Beispiel von Volatilität. Mhm. Einer von wichtigen Grundeigenschaften der Märkte. Ja, wir wollen uns Systeme mal anschauen, fragen, welche Systeme gibt es überhaupt? Können Systeme die Zukunft prognostizieren? Wenn Strategien bekannt sind, sind die nicht dann bald weg vom Markt? Also all diese Fragen, die man so ein bisschen hat über Strategien, auch über die eigenen Strategien, die wollen wir heute nachgehen. Jetzt ist die Frage rein technischer Natur. Du übergibst dann, dass ich den Monitor bei mir zeigen kann. Wie machen wir's? Ja, genau. Nee, du sollst eigentlich die ganze Zeit den Monolog halten und ich zeige den Leuten hier praktisch, was sie bei uns hier sozusagen erhalten. Okay, da machen wir praktisch, das war ein Spaß an der Stelle, denn so. Natürlich schieße ich naja, dir. Naja, aber so das passt schon. Weil, das war ein wir Scherz. Können das. Das war ein Scherz zum frühen Abend, sag ich mal. Gottes Willen. Du kriegst natürlich sofort von mir den Bildschirm rübergeschossen. Okay. Ich will euch nur, liebe Leute, nochmal zeigen, was JFD auszeichnet. Neben Auszeichnung ist es eben hier der Interbankenzugang, den ihr hier erhaltet, liebe Leute. Das heißt, wir bieten institutionellen Zugang für alle Marktteilnehmer mit einem Konto, egal welche Kontengröße. Und das sind eben Vorteile, die neben transparent 100%iger Marktausführung, die auch nachweisbar ist, JFD hier in den letzten Jahren groß gemacht hat. Und auch das ist einer der Gründe, warum Dennis und ich und oder vielmehr ich als JFD, wir mit Dennis da auch zusammengekommen sind, weil er, wie gesagt, auch wirklich Marktexpertise hat und hier kommt eben Gutes zusammen, was zusammengehört und so soll es sein. Deswegen will ich hier gar nicht mehr groß den Brei rühren, sondern gebe dir jetzt gleich mal den Bildschirm rüber, Dennis. Und insofern, liebe Leute, gibt es vielleicht eine kleine Unterbrechung, aber dadurch nicht wundern lassen, denn der Dennis wird sicherlich gleich seinen Bildschirm freischalten. Da haben wir, wie gesagt, nochmal hier den kleinen Malheur da in der Darstellung, aber André Stacke, wie du schon erwähnt hast, im letzten Monat auch hier Gast. Cool. Auf jeden Fall. Ja. Ich kenne ihn auch schon lange. Wie gesagt, ist ja auch ein milliardenschwerer Fondsmanager gewesen. Hat sich ja jetzt selbstständig gemacht, hochinteressant halt. Und auch hier haben wir natürlich Anknüpfungspunkte gefunden. Und da hatten wir im letzten Monat natürlich auch einen kleinen Workshop sozusagen zusammen. Werden wir auch ausbauen. Also denn, ich würde sagen, ich übergebe das Wort dir, liebe Leute. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Chat-Funktion definitiv. Dafür ist es da. Freilich haben wir hier einen Monolog und kommunizieren, wenngleich das Hauptgespräch jetzt dem Dennis gehört. Aber wenn ihr Fragen habt oder was nicht versteht, scheut euch nicht, den Chat zu nutzen. Das ist das Sinnhafteste, was man hier in einem Webinar im Rahmen der Interaktivität machen kann. Sozusagen wirklich eine Beteiligung. Ich habe mir übrigens überlegt, Dennis, wir werden in Zukunft hier auch mal die Mikrofone von vielleicht dem einen oder anderen Teilnehmer auch freischalten. Da, gerne. Das ist etwas, was ich neulich mal im amerikanischen Style gesehen habe und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt es in Deutschland auch nicht wirklich, dass man dann so ein bisschen interagiert, ja, aber finde ich auf jeden Fall spannend und für heute denke ich noch nicht, aber das werde ich in die Zukunft mal aufsetzen. Gut, Jens, so schwer ist der andere nicht, nur seine Fonds. Ja, der ist leichter, der ist ja Triathlet oder Marathon und was man Ironman und was er da nicht macht, also hoch interessant. Das hängt auch mit einem Mindset zusammen. Aber davon wollen wir heute gar nicht viel reden. Deswegen, das Wort gehört dir. Dennis, ich freue mich auf die nächste gute Stunde mit dir. Vielen Dank dafür. Ja, zu JFD und generell, diese Kooperation hat sich im Prinzip nicht ergeben
weil wir der Meinung waren, dass JFD ein ganz guter Broker ist. Das kann jeder behaupten. Sondern wir haben einen Broker-Test gemacht. Also wir haben einfach geguckt, wo hat man eine exzellente Execution. Als Händler sind wir darauf angewiesen, sehr gut exekutiert zu werden, sehr sauber exekutiert zu werden, weil sonst einfach schlichtweg unsere Strategien nicht funktionieren. Und wir haben JFD einfach auf Herz und Nieren getestet. Und wir werden darauf noch zurückkommen, was zeichnet einen guten Broker aus und warum sind wir bei JFD? Das heißt, die Spreads, die Christian da schon erwähnt hat, das ist auch nur ein einziger, also ein von vielen Gründen, weil der Spread ist eine Sache, aber es kommen noch viele Sachen hinzu hinsichtlich der Exekution, die bei JFD einfach ja, messerscharf laufen. Ne? Und da wollen wir dann konkret ins Beispiel gehen. Ich will Ihnen heute auch konkrete Strategien zeigen, die wir auch anwenden. Fangen wir erstmal grundsätzlich an, wenn wir unabhängig davon mal in den DAX reinschauen. Wir nehmen irgendeinen Basiswert, wir können den DAX oder den Euro-US-Dollar nehmen und betrachten den ganzen Chart erstmal wirklich frei, ohne großartige Elemente. Ja? Also wir haben hier ein JFD Live-Konto, eins von vielen. Und heute war es natürlich eindrucksvoll, wie der DAX in der Form vom Tagestief ausgesehen, 12.817 war es hier unten, bis 13.142 geschossen ist. Ja, das ist jetzt hängt jetzt mit der EZB zusammen. Aber das Phänomen häufig wird als Bewegung klassifiziert. Es bedeutet eigentlich erstmal, dass sich der Markt schnell bewegt. Das Sprichwort Volatilität. Diese Volatilität, die muss nicht zwangsläufig mit einer Nachricht zu tun haben. Es gibt Nachrichten, die hinterlassen keine Spuren. Es gibt aber auch letztendlich Nachrichten, die hinterlassen Spuren. Wenn man sich das mal anschaut, solche Volatilitätsphasen, gibt es durchaus. Also wenn man das Ganze mal wirklich einfach nur simpel einteilt, dann scheint ja der Basiswert, Phasen zu haben, wo er sehr zügig agiert, wo er sehr schnell marschiert, ohne wirklich zurückzublicken, ne? Und dann gibt es aber auch Phasen, wo der Markt, und das wird häufig als Impuls oder als Bewegung klassifiziert, wenn der Markt schnell ist. Aber es gibt ja auch, was das angeht, eine hohe Volatilität, ohne dass sich der Markt nennenswert dann auch bewegt. Ja, also ein schönes Beispiel für, ich sage mal, nicht zielgerichtete Volatilität ist so ein Fall. Der Markt schießt ganz, ganz schnell nach unten, zieht aber auch dann direkt wieder nach oben durch. Das heißt, was man erstmal wirklich auseinanderhalten muss, hat mir Kopfschmerzen zerbreitet, Volatilität und Richtung. Weil erstmal sagt man sich, naja klar, wenn der Impuls läuft, ne? Aber vielleicht kennen Sie das auch, Impulse können sowohl extrem schnell sein, aber auch quälend langsam. Der tröpfelt sich und tröpfelt sich und tröpfelt sich, aber der ändert nicht seine Richtung, der ist halt langsam impulsiv. Volatilität ist also die Schnelligkeit der Preisänderung. Das hat nichts mit der Richtung zu tun. Und beispielsweise solche Volatilitäten sieht man zum Beispiel auch hier sehr, sehr schön. Der Preis ändert sich in seiner Geschwindigkeit sehr, sehr schnell. Und das ist tatsächlich eine Markteigenschaft. Die Schnelligkeit der Preisveränderungen. Und es gibt eben Phasen, da bewegt sich der Markt kaum. Und es gibt eben Phasen, da bewegt er sich sehr, sehr stark. Und wenn man sich überlegt, was gibt es denn so grundsätzlich für Markteigenschaften? Weil ich habe mich gefragt, so, naja, die Volatilität ist eine Markteigenschaft. Aber was heißt das jetzt konkret, Markteigenschaften? Naja, wenn man das einfach mal hier mit der Folie skizzieren will, welche Phasen kann ein Markt haben? Ja, also das heißt, der Markt kann prinzipiell oder erstmal eingeteilt werden in zwei Phasen. Und das machen wir wirklich ganz klassiko hier an der Folie mit einem Stift. Ja. Die erste Einschätzung, die man generell macht, wenn man mit Märkten zu tun hat, dass man sagt, okay, rein offensichtlich gibt es zwei Zustände, die der Markt haben kann. Ja, wir haben einmal den Zustand der Sequenz. Das bedeutet also, der Markt, was das angeht, hat auch eine klare Richtung. Da kommt die Richtung ins Spiel bei der Sequenz. Oder beim Impuls. Das heißt, wir haben ein konsequentes abfolgendes Muster, das sich stetig weiter nach oben oder nach unten dämmelt. So eine ganz klassische Trendphase. Ja? Und die kennt ja jeder. Das ist der Klassiker. So. Und die nächste Trendphase, die man, oder die nächste Phase, die ein Markt haben kann,
ist eben, was ist, wenn er keinen Trend hat? Ja, weil wir wissen alle, okay, der Markt kann einen Trend ausbilden. So, aber es gibt eben auch Phasen, wo der Markt keinen Trend ausbildet. Und das ist jetzt schon etwas schwieriger zu klassifizieren, aber am Anfang kann man erstmal einteilen, Trend ja, Trend nein. Diese linke Phase wird häufig als Mean Reversion bezeichnet, als Schwankungsphase. Warum? Naja, weil man sieht, dass der Markt links gesehen schon eine gewisse Entwicklung hat. Also er ist ja nicht komplett still. Aber er kommt auch nicht weg von der Mittellinie. Ne? Und das sind so erstmal diese zwei Phasen, in die man das Ganze einteilen kann. Und jetzt kommt die Volatilität hinzu, ja? Wenn man das mal so ausdrücken möchte. Beide dieser Phänomene können mit viel Volatilität oder mit wenig Volatilität passieren. Ganz, ganz interessante Thematik, mit der man sich dann auseinandersetzt. Weil jetzt sagt man, okay, beide Phasen können auftreten. Aber es ist damit noch nicht ausgesagt, wie schnell diese Phasen auftreten. Ne? Und wie kann man jetzt beispielsweise die Preisgeschwindigkeit messen? Ne, das kann man unter anderem die Volatilität mit klassischen Range-Breakout-Strategien. Und da kommen wir wieder zu dem nächsten Begriff, Range-Breakout. Man kann ja durchaus letztendlich messen, wenn man sich irgendwie Linien gibt, wie hoch ist diese oder wie schnell ist diese Preisveränderung. Man kann zum Beispiel relativ einfach, nehmen wir uns hier einen Range Breakout Indikator und da können wir zum Beispiel mal angucken, die Volatilität. Die Frage ist ja auch immer, wie handle ich persönlich, sowohl im systemischen als auch im Präsenzmodus. Und man kann sich beispielsweise die erste Stunde, je nachdem natürlich, was man auch als erster Stunde versteht, einige nehmen 8 bis 9, die nächsten nehmen 9 bis 10. Da scheint es ja unterschiedliche Vorstellungen zu geben. Aber darauf kommen wir nachher noch zurück. Hier sehen wir jetzt relativ einfach formuliert, wenn man die erste Handelsstunde beobachtet. Und das muss man natürlich heutzutage nicht mehr selber machen. Früher haben wir das noch per Linien gemacht, wirklich jede Box eingezeichnet. Dann schaut man sich an, wie entwickelt sich eigentlich der DAX innerhalb der ersten Stunde. Hier wird in dem Fall die erste Stunde zwischen 9 und 10 deklariert. Ich würde auch gar nicht mehr von Range Breakout im Clash, die meisten sprechen immer von Open Range Breakout. Diese Messverfahren, die kannst du ja für jede Stunde ansetzen. Wir haben jetzt mal wahllos 9 bis 10 genommen. Warum man jetzt 9 bis 10 nimmt, das ist ja, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Wir konzentrieren uns beispielsweise bei Börsenmatrix eher auf 8 bis 9. Ja? Weil eben das gewisse Vorteile für uns hat, und wir das auch getestet haben. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Fakt ist, der DAX hat zwei volatile Zeiten zwischen 8 und 10:30 Uhr und zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Da ist Volumen im Markt. Ja, und gerade wenn dieses Volumen im Markt ist, bedeutet das, dass wir ebenso aktiv sind. Wenn wir uns also jetzt mal anschauen, was hat der DAX heute eigentlich zwischen 9 und 10 gemacht? Ja, der hat hier eröffnet, ganz, ganz konkret. Wann war das? Bezogen auf 9 bis 10. Ja, der hat hier eröffnet bei, was war das? 12.805. Und innerhalb dieser Stunde von 9 bis 10 hat er ein Tief markiert, 12.800. Das war das Tief auch des Tages, nicht nur das Tief der Stunde, sondern auch das Tief interessanterweise des Tages. Und er hat ein Hoch markiert. Ja, das können wir vielleicht auch noch mal auf M1 noch genauer aufdröseln in der Form, dass wir hier uns das noch mal angucken, vielleicht direkt im Verlauf. So, das heißt ganz klassischer Fall. Man sitzt vor dem Chart und man könnte jetzt natürlich auch mit ganz klassischen, sagen wir mal, Trendanalysemitteln versuchen, sich innerhalb des Marktes zu bewegen. Aber öffnen Sie sich, versuchen Sie sich im Prinzip mal von den klassischen Methoden wegzubewegen und fragen wir uns einfach mal, was macht denn diese Stunde? Ne? Und die bildet ja, wenn man sagt, ich gucke mir einen DAX zwischen 9 und 10 an, ja, dann muss der ja irgendwo ein Hoch haben und der muss irgendwo ein Tief haben.
Ich meine, selbst wenn er nur 2 Punkte nach unten geht und 3 Punkte nach oben und wieder dahin geht, wo er eröffnet hat, er wird in jedem Fall ein Hoch und ein Tief machen. Und einer der Möglichkeiten, ja, das ist eine sogenannte klassische prozyklische Volatilitätsstrategie, ist eben zu sagen, naja, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist folgender. Man wartet dem Bereich, die erstmal diese Entwicklung ab. Früher bin ich direkt so um, keine Ahnung was, 7:50 in den Markt gesprungen. Und dann kamen teilweise krasse Rallyes, aber es kamen auch krasse Wechsel. Also man versucht ja in den ersten paar Minuten als Anfänger gerade mal so den ganzen Markt abzugrasen, sofort Positionen einzubauen, sofort, wenn es offen ist, rein da. Ja, mir hat das prinzipiell schon mal geholfen, als ich mich damit beschäftigt habe, zu sagen, okay, lass uns das doch mal so machen, dass wir die erste oder die zweite Stunde abwarten, von 8 bis 9 oder von 9 bis 10. Und ich habe gemerkt, dass generell meine Ergebnisse, wenn ich ab 10 Uhr anfange zu handeln oder ab 9, aber zumindest nicht vor 9, ja, das ist ganz wichtig, nicht vor 9, sondern nach 9 oder nach 10, dass das meine Ergebnisse schon verbessert hat. Deutlich. Ich konnte zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen, warum. Aber ich wusste, irgendwie passieren da Dinge, die es mir dann schwieriger machen. Gerade so zwischen 8, 9, 8, 9:30 Uhr, dass am Anfang noch eine gewisse Auslotung ist. Und letztendlich kann man auch die erste Handelsstunde als Art Kalibrierung sehen. Was ist denn der Hintergrund von dieser Thematik, wenn wir uns jetzt mal den Handelsverlauf der Stunde angucken? Naja, man kriegt dadurch einen Eindruck, wie viel Volatilität, wie viel Musik im Markt ist. Ja, es gibt natürlich auch Boxen, da können wir ja mal reingehen. Die sind riesig. Und das ist ja schon mal der erste Unterschied. Wir wollen gar keine richtige Strategie. Wir wollen da gar nichts erstmal. Wir gucken uns nur die erste Hand, die 9 bis 10 an. Ja, und da wollen wir mal gucken, was gibt es da so für verschiedene Stunden? Entwicklungen auch. Ja, das ist, also diese Stundenentwicklungen gefallen mir unglaublich gut. Hier zum Beispiel am gestrigen Tag, was haben wir da gesehen? Naja, der hat hier zwischen 9 und 10 eine unglaubliche Spanne aufgemacht. 88 Punkte. Ist das jetzt unglaublich? Ist das viel? Aber hier fängt es schon mal an, interessant zu werden, weil hier entsteht etwas, sowas wie Objektivität. Was heißt Objektivität? Na, wenn andere Leute es sehen können. Objektivität bedeutet immer, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist eine Sache, die andere auch so sehen. Und was man zum Beispiel jetzt schon mal machen kann, ist zu sagen, okay, in der Form, ich schreibe mir auf, wie groß ist die Box der ersten Stunde. Relativ simpel, ohne großartige Philosophien dahinter. Und dann wird man feststellen, dass beispielsweise relativ große Boxen haben gewisse Eigenschaften. Und da habe ich so für mich verstanden, okay, du kannst den Markt irgendwie messen. Weil früher habe ich mir überlegt, ja, du brauchst ein ultra komplexes Methode und die Frage ist nur, wie misst man Märkte? Wie erstellt man Systeme? Tatsächlich, dass man ganz banal anfängt und sagt, alles klar, ich will erstmal wissen, wie groß ist die Stunde zwischen 9 und 10. Und wenn du das erstmal weißt, kannst du zumindest sagen, das ist ein Fakt. Das weiß ich. Das ist so, wie es ist. Da kann ich nichts interpretieren. Da kann man auch die gleitenden Durchschnitte mal rauslöschen, weil die sind ja bei vielen so standardmäßig drin. Zu Recht auch, ne? Und dann hat man hier in der Form mal wirklich einen Fakt geschaffen. Das sind einer der wenigen Fakten an der Börse. Und das ist das, was mir generell an Systemen gut gefällt. Man spricht nicht über Meinungen, sondern über Fakten. Und wenn wir darüber reden, du, wie ist denn die Box heute? Dann kann man da sagen, naja, die ist 20 Punkte groß. Oder die ist 40 Punkte groß. Oder die ist 300 Punkte groß. Ne? Und so fängt man an. Und dann kann man ja sich mal anschauen. Das ist auch ganz interessant. Es geht viel über Probieren, über Überlegen, wahlloses Überlegen. Da gibt es erstmal keine feste Vorgehensweise. Data Scientists haben freie Wahl. Und jetzt können wir uns ja auch mal die Box, wir haben uns ja mal die Box in der Höhe angeguckt. Wir haben uns mal angeguckt, wie groß ist die? Naja, 92. Was man beispielsweise jetzt auch noch machen kann, ist, und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass man sich dann anschaut, wo ist der Kurs um 10? Ja? Das heißt, wir schauen uns mal an im Vergleich dazu,
Machen wir das Ganze mal hier im Editor. Dafür habe ich den nämlich schon vorbereitet. Dennis, ganz Wie kurz eine weit Frage. ist. Ja. Machst du das Hau auch raus. generell mit Währungspaaren ähnlich oder machst du das jetzt hier so eine Open Range Breakout nur mit einem DAX oder mit einem Die Index? Volatilität. Das ist eine gute Frage. Volatilität, also schwankendes Verhalten, also Preisveränderung, die vorhanden ist im Markt, das kannst du ja auf jeden Basiswert anwenden. Absolut. Weil alle Basiswerte, was das angeht, ja, sich bewegen müssen. Die müssen ja irgendwie schwanken. Ja, und da kann man sich ja auch im Euro mal angucken, auch sehr interessanter Punkt, wie sieht das im Euro aus? Oder Das heißt, das ist, ja. mir fällt jetzt eben speziell der Goldpreis oder zum Beispiel so eine Art Open Range Breakout beim S&P 500. Ich meine, die erste Handelsminute oder auch der Open and Close, das sind ja extrem wichtige Preise. Ja? Also der Preis eröffnet ja nicht umsonst an einem bestimmten Level und schließt auch nicht umsonst. Insofern ist das natürlich eine hochinteressante ja, Ableitung dahingehend, um das auch ein bisschen systematischer zu gestalten, was eben bei vielen, sage ich mal, sage ich mal, reinen Shootern oder reinen Gamblern oder Spielern am Markt überhaupt nicht bewusst wird, dass man den Markt eben so genauer auch inspizieren kann. Ne? Sowohl den DAX primär, aber natürlich auch andere Underlyings, die dann aber eben zum Beispiel mit einem 24-Stunden-Handel eben dann doch schon ein Stück weit noch anders in dem Maße einzuschätzen sind. Ne? Wann ist denn jetzt hier sozusagen beim Forex-Markt der Startzeitpunkt? Also das ist ja nicht ganz trivial, wobei gerade auch britisch Pfund, wir kennen alle das Big Ben Setup zum Beispiel, hast du sicherlich auch schon mal gehört, sozusagen die Londoner Session auch hier einzufangen und da auch ein Breakout-Setup sozusagen zu fahren. Das ist auch eine Strategie, die bei mir im Stream auch ein Kollege im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich sozusagen gecovert hat. Und auch ein ähnliches, sage ich mal, herangehen. Aber fahr gern mal mit dem DAX auch fort, weil das ist, sage ich mal, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, das beliebteste Underlying in Sachen Trading, was es Er eigentlich ist hier vor im allem, er ist, vor allem, Deutschsprachigen er ist gibt. auch einfach, er ist auch einfach verdammt volatil. Ja, das ist bei Das manchen heißt, Währungspaaren zweifelsfrei nicht der Fall. Auch der Goldpreis bewegt sich ja seit Januar in einer Seitwärtsrange relativ zäh mit 8 bis 10 Dollar im Tagesrange. Das ist natürlich auch wirklich ein bisschen erbärmlich, wenn man da jetzt wirklich Volatilität sucht. Und da hat der DAX schon ein bisschen ein anderes Level, da gebe ich dir recht. ist der Punkt, so gesehen, wir kommen noch zu der konkreten Strategie und die Frage von Christian oder von dir, die ist ja zentral. Bei solchen Sachen, die wir jetzt betrachten, da fängt es im Prinzip gar nicht mit dem System an oder mit irgendwas, sondern die Frage war ja am Anfang keine Frage. Also du machst doch so ein Zeug nicht, weil erstmal am Anfang, weil alles so toll ist, sondern weil du merkst, hey, irgendwie fühlt man sich wie ein Stück Brett im Meer. Du handelst das eine Setup, das geht mal auf, dann handelst du ein anderes Setup. Das geht mal nicht auf. Die Frage ist immer, hast du dich an dein System gehalten? Klammer auf, welches System? Klammer zu. War das absehbar? Klammer auf, Klammer zu. Klammer auf, kann man das sehen überhaupt? Klammer zu. Und wie stelle ich mir eigentlich grundsätzlich meinen Handelsalltag vor? Guter Das Punkt. ist ja die Frage. Guter Punkt, Dennis. Und Das du kommst da ja aus so gesehen aus Frust kommst du dahin. Das ist. ist ja, weißt du? Jetzt fallen wir uns fast ins Wort. Ich will auch noch kurz was dazu sagen. Das ist ja der Punkt. Ich Ja, meine, kein Problem. war bei mir genauso. Also ich meine, man fängt mit allen möglichen an, gerade wenn man jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber gerade den Erwartungswert eines Ansatzes, auch wirklich mal durchzuziehen, durchzuspielen, exemplarisch nicht nach 10, 15, 20 Trades zum nächsten System zu wechseln und zu sagen, ach, das funktioniert nicht oder wie oder was. Da reden wir, ich bin ja auch so ein Fan von Seasonal Pattern und statistischen Kennzahlen, wo ich einfach sage, du brauchst einen Datensatz, eine Datenreihe, du brauchst eine große Historie und du brauchst auch was wirklich Auswertbares. Und das sind nicht 10 Trades mit einem Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten oder irgendwas. Das heißt, da muss man wirklich viel mehr ranhängen, aber da wird wirklich die Sequenz hochgespielt nach dem Motto, man braucht eine Ernsthaftigkeit und insbesondere auch einen Erwartungswert, um auch ein Vertrauen in sein System zu haben. Und da machen sich eben leider Gottes, muss man sagen, hinten raus zu wenige Leute wirklich Gedanken. Deswegen sehr schön, dass du uns da heute hier abholst an der Stelle. Und wie gesagt, das werden wir auch tendenziell mehr und mehr ausbauen. Insofern, liebe Leute, könnt ihr euch darauf freuen, dass das sicherlich hier keine One-Man- oder Einzelman-Show ist, in dem, dass wir das hier mal durchspielen und dann war es das. Ihr seht ja, Dennis ist da sehr, sehr akribisch und deswegen weiter so, ich bin ganz Ohr, ne? Gehen wir direkt ins Eingemachte. Wie viel? 15.000 Euro Konto. Wird gehandelt bei JFD, Live-Performance 20,22%. Und jetzt kommt's, wir sind ja zu JFD gewechselt, weil JFD so sauber exekutiert. So, das heißt,
Wenn wir einen Broker haben, der nicht so gut exekutiert, wo wir viel Slippage kriegen, kaum positiven Slippage. Slippage per se ist kein Problem. Es ist nur dann ein Problem, wenn du immer negativen Slippage kriegst. Ich habe auch eine Menge Beispiele mal vorgestellt. Von denen will ich heute drei zeigen. Und marktbedingte Verzögerung, Spreads und so weiter. Je schlechter im Prinzip der Broker ist, umso eher sieht die Kurve so aus. So, das heißt, ich wollte eigentlich immer irgendwie Geld verdienen. So, das war das Ziel. Ich will investieren und natürlich gibt es auch mal schlechte Phasen, ja, aber ich will mehrheitlich Kohle machen. So, seien wir ganz ehrlich, es geht darum, Geld zu verdienen und vereinbar mit seinem Leben Geld zu verdienen. Darauf kommen wir noch. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja das Stichwort. Es geht im Prinzip darum, den Anforderungen einer modernen Gesellschaft gerecht zu werden und gleichzeitig sich selber treu zu bleiben und gleichzeitig für die Familie da zu sein und auch noch Sport zu machen und auch noch und auch noch. Das heißt, der Job spielt ja einen extrem großen Teil in unserem Leben. Oder da spielt ein große prozentuale Entwicklung statt. Ja, das heißt, man muss ja irgendwas finden, was einem Spaß macht. Jetzt Börse hat mir Spaß gemacht und man konnte auch noch anscheinend irgendwie Geld verdienen. Das war das Ziel und da wollte ich hin. Ja, und was das angeht, hatte ich ja auch einen Mentor und auch ein Team, wo wir uns gegenseitig geholfen haben. Und einer der Gründe war im Prinzip zu sagen, Dennis, vergiss doch mal dein Geld. Du willst ein System, ja. Du willst auch immer das Gleiche machen, geschenkt. Aber dann lass uns doch mal weggehen von dem, wohin geht der Markt jetzt? Meinst du, der wird noch fallen? Einer der Fragen, die ich mir jetzt gefragt habe, oder früher gefragt habe, besser gesagt, wird der jetzt hier fallen oder nicht? Weil die EZB hat den Markt ganz schön nach oben getrieben. Immerhin 300 Punkte. Merken Sie was? Und das ist auch in der politischen Debatte relativ schön zu beobachten, ohne jetzt politisch zu werden. Das liegt mir völlig fern. Aber wenn es nicht mehr um die Sache, sondern um die Person geht, weiß man, man hat die gute Diskussionsgrundlage verloren. Ja, da geht es nicht mehr darum, da ist der Postbote schuld für den Brief vom Finanzamt. Ne? Da ist man dann pampig zu dem. Das heißt, wenn wir uns jetzt, und ich weiß, dass das unfassbar anziehend ist, gerade wenn man so einen 300-Punkte-Schub nach oben betrachtet. Wirklich. Ich meine, ich habe das Spiel jahrelang übertrieben. So, aber es wird eben auch Phasen geben, zum Beispiel solche Phasen. Da geht gar nichts, aber auch wirklich gar nichts. Ne, da eiert er irgendwie nur so rum. Deswegen, ich verstehe, dass der Fokus auf diesen Knallertagen total super ist. Aber dann wäre doch die erste Frage, wie häufig kommen diese Knallertage denn vor? Weil wir haben auf der einen Seite solche Entwicklungen und solche Entwicklungen. Und wie kann man beispielsweise solche Knallertage messen? Naja, und da kommen wir doch schon im Prinzip so ein bisschen darauf, mal den Markt wirklich verstehen zu wollen. Wenn man schon Bock hat auf das, geschenkt, aber dann richtig auseinandernehmen das Ding. Beispielsweise, und Sie sehen ja hier diese Box, wir haben ja jetzt die Anfangsrange. Ne? Das heißt, den Handelsverlauf der Stunde von 9 bis 10. Und die wurde einfach oben drauf gepackt um 10. So eine Art Schachtelung. Und man kann das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen, ich mache das Ganze in der Form mal ein wenig leichter ersichtlich. So, jetzt nehmen wir hier die 9 bis 10 Zeit. Welche Zeit man da nimmt, das kann man sich im Prinzip frei aussuchen. Ne? Da gibt es keine Gesetzmäßigkeiten. Das kann man auch selber erstmal sich frei Da, aussuchen. Dennis, da will ich ganz kurz auch So. nochmal einstreuen. Gerade ich bin ja selber technischer Analyst, habe da auch ein Zertifikat und bla bla bla. Im Prinzip der Preis selber kennt überhaupt keine Zeitperioden. Das muss man ja auch mal feststellen. Ne? Also es ist zwar immer schön, wenn man da gewisse Time-Levels, ich meine, Open Range Breakout, klar, du brauchst deine Handelszeit, deine Startzeit, aber ich sag mal, der Preis-Action selber, klar, News sind zu bestimmten Zeiten da und da passiert was, EZB, Fed, Non-Farm Payrolls, was es da alles so gibt. Aber grundsätzlich den Preis jetzt da sozusagen zu kategorisieren, jetzt in einem 5-Minuten-Chart oder 3-Minuten-Chart, wie MetaTrader 5 möglich oder in einem 12-Minuten-Chart, wichtig ist im Prinzip, was man rausliest, liest aus so einer Volatilitätsbewegung, ne?
um eben dann eine Ableitung zu finden. Ich meine, Candlestick-Muster haben auch eine statistische Wahrscheinlichkeit, gerade auf Tagesbasis, so eine Hammerkerze und dergleichen, das wissen wir alles, das ist natürlich wunderbar. Aber grundsätzlich ist der Preis sozusagen da in irgendeiner Art irrational, ne? Ich sag mal so, ich würde gar nicht auf die Zeit großartig eingehen, sondern die Frage ist, also so, du hast vollkommen in gewissen Punkten d'accord. Was ehrlich gesagt, was mein Problem ist, am Anfang war, ich hatte niemanden, der mir irgendwie zeigt, wie man was aufschreiben kann. Weil du, alle sagen immer, du brauchst ein System, schreib dir Dinge auf. Ja, was willst du denn aufschreiben, Christian? Da klatschte dir hier den Chart voll. Was weiß ich, nehmen wir einen Euro US-Dollar. Ja, der hat heute eine beeindruckende Range gemacht. Aber jetzt können wir ja mal richtig eskalieren. Da kannst du dir 1000 Sachen in den Chart reinballern. Absolut. Von Retracements, baust du hier den Retracement rein. Absolut. Ja, Trendlinien, haben wir Trendlinien im Angebot? Ja, sicher haben wir Trendlinien im Angebot. Trendlinien gibt es wie Sand am Meer. Und dann kannst du dir hier alles reintackern, bis noch und nöcher und zurück. So, die Frage ist jetzt am Handelsende, was schreibe ich mir davon eigentlich auf? Weil du musst ja irgendwas aufschreiben. Weil diese Linda Raschke, ich habe wirklich aus der Verzweiflung mal gegoogelt, Tipps von Top-Tradern. Und die hat gesagt, schreiben sich Dinge auf. Da habe ich gesagt, Frau Raschke, das ist ja schön. Wirklich, nice to have. Was soll ich warum aufschreiben? Warum soll ich das machen? So, ich wusste ja noch nicht mal, was ich aufschreiben soll. Und vor allem, wenn du nicht weißt, warum du es aufschreiben sollst, ja, dann schreibst du dir auch nichts auf. Du fängst an, bist doch nicht verwirrt im Kopf. Ich schreibe mir doch jetzt auch nicht auf, wie viele Autos draußen an der Straße vorbeifahren, wenn ich es jetzt nicht aus einem gewissen Grund brauche. So. Und das sind so Punkte, die mir das Leben sehr schwer gemacht haben. Und wenn man so Sachen wie heute hat, so eine hohe Volatilität, dann will ich den Leuten und den Mitgliedern auch eine Möglichkeit vorstellen, wie man solche Entwicklungen überhaupt erstmal aufschreiben kann. Weil ich habe immer probiert, okay, es gibt so Tage, da knallt der Tag. Das heißt, die ursprüngliche Frage war, wie kann ich Knallertage aufschreiben? Wir sind noch nicht mal bei einer Strategie. Ich will nur wissen, wie viele Knallertage gibt es pro Jahr. Ne? Und was zeichnet denn so ein Knallertag aus? So einen sogenannten Trendtag. Naja, zum einen muss man sagen, wenn es ein wirklicher Trendtag ist, weil das sind ja so gesehen 100% der ersten Handelsstunde. Wir gucken uns an, erste Handelsstunde, was weiß ich, 53 Punkte. So, und jetzt kann man hier in Schritten hochgehen. Ja? 200%, 300%. Das ist einfach nur das X-fache der ersten Handelsstunde. Ja, du guckst dir an, aha, 50 Punkte ist der Markt laut. Und dann packst du die oben drüber ab um 10. Und was auffällt ist, wenn es ein Knallertag ist, was muss dann als Bedingung da sein? Naja, der muss ja hier irgendwie diese Linie zumindest mal anlaufen. Sonst ist ja kein Knallertag. Ich meine, diese Trendtage, das ist ja kein, so gesehen, das ist ja kein Trendtag. Trendtage zeichnen sich doch dadurch aus, dass die richtig marschieren. Entweder nach rechts oben, ja, das heißt, die marschieren in die Richtung oder in die andere. Und da fängt es doch schon mal an, interessant zu werden mit den Themen. Das heißt, anstatt immer zu sagen, gib mir Geld, gib mir eine Strategie, gib mir, was ich handeln soll, war die erste Frage, auch mein Mentor hat mir das gesagt, Dennis, das interessiert mich überhaupt kein Meter, was du haben willst. Du hast gewisse Fragen, dann finde Antworten und schreib sie dir auf. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber wie soll ich mir das aufschreiben? Dann hat er gesagt, das ist ja der Witz. Frag doch nicht, mach dir selber mal Gedanken, wie du das aufschreibst. Ja, die Linda Raschke, einer sehr berühmten Portfolio-Managerin aus der USA, glaube auch self-made, die hat immer gesagt, schreib Dinge auf. Dennis, ja, dann schreib deine Dinge auf. Und wenn du Dinge nicht aufschreiben kannst, dann kannst du sie nicht aufschreiben. Also kannst du, notiere dir nur das, was du auch wirklich einwandfrei aufschreiben kannst. Also was wäre zum Beispiel für heute eine Möglichkeit, den Markt zu klassifizieren? Naja, wir können doch uns fragen, hat er beispielsweise die erste Box erreicht? Ja,
Und da kann man sagen, in der Form, check. Nämlich hier. Hat er die 200% erreicht? Check. Hat er die dritte erreicht? Check. Hat er die vierte erreicht? Check. Das heißt, für heute könnte man zumindest doch mal aufschreiben, der Markt hat alle vier Stufen nach oben abgearbeitet. Und wir können uns noch natürlich aufschreiben, hat er denn hier unten die vier Stufen abgearbeitet? Und da sieht man, nee, da ist er ja gar nicht hingekommen. Das heißt, es reicht schon aus, wenn man sich beispielsweise pro Tag 8 Werte aufschreibt. So bin ich überhaupt zum Aufschreiben gekommen. Ich schaue mir an, hat er die oberen vier Linien berührt? Relativ simpel. Also das ist keine Hexen, keine Wissenschaft, also kein Hexenwerk. Ja? Und zweite Thematik, hat er sie unten erreicht? 100, 200, 300, 400. Und wenn man sich das mal aufschreibt, dann hat man was über den Markt gelernt heute. Man hat tatsächlich was Objektives gelernt. Man kann nämlich sagen, wie viel dieser Linien hat er heute berührt und wie viel nicht. Und so kommt man dann zu dem Ergebnis, alles klar, das kann ich mir notieren. Das ist die erste Erkenntnis, die ich hatte. Das war das Erste, was ich mir aufschreiben konnte. Weil alles andere, was ich mir aufschreiben wollte, hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich kein Raster hatte. Das heißt, so ein Volatilitätsraster. Die einen werden sagen, nimm 9 bis 10. Die anderen werden sagen, nimm 8 bis 9. So gesehen, die nächsten werden sagen, ich habe das totale geheime Rezept. Wir nehmen 8 bis 9:15 Uhr. Das benutzen ganz wenige. Oder wir machen es noch mehr crazier. Wir gehen von 8, 7, wir nehmen nicht die Box von 9 bis 10, die benutzt jeder. Jeder benutzt die. Keiner benutzt die. Ja, keiner. Das ist das Nächste. Mein Lehrer hat mir, oder mein Freund von damals hat mir immer gesagt, Dennis, konzentriere dich drauf, was du für dich benutzt. Das bedeutet, Sie sollen heute aus dem Webinar rausgehen und eine Sache haben, die Sie für sich machen. Sie können sicherlich sich bei anderen Orientierungen holen, aber machen Sie Dinge für sich. Oftmals höre ich den Satz, ja, aber 9 bis 10, das ist, aber gut, das verstehe ich schon. Also gibt es irgend so, man schaut sich den Handelsverlauf der ersten Stunde an oder von irgendeiner Stunde. Und dann, aber dann, da gibt es ja wahrscheinlich auch so einen Konsens. Man muss 9 bis 10 nehmen, ne? Also das, oder zumindest so 8 bis 9 oder sowas. Und die erste Frage, die ich dann hatte, als so damals kleiner Rebell, wieso eigentlich 9 bis 10? Warum guckt man sich den Handelsverlauf denn dieser Stunde an? Es geht eigentlich gar nicht darum, dass man so gesehen in der Form jetzt erstmal eine spezielle Stunde begründen kann. Natürlich sind gewisse Stunden sinnvoller oder nicht. Aber was ist denn das, was Sie da sehen? Na, das sind systematische Fibonacci Extensions und Retracements. Nur basierend auf der ersten Stunde. Wir haben doch den Verlauf von einer Stunde und projizieren den in 100er Schritten nach oben. Und wir haben das Gleiche auf der Unterseite. Was heißt das für ein Vorteil? Naja, es ist die Grundlage für alles. Es ist ein Raster. Und das Schöne bei diesem Raster ist, und dieses Bild, glauben Sie mir, das ist wichtiger als alles andere. Ich kann mir jetzt mit einem gleichbleibenden Raster Dinge notieren. Und wenn man sich Dinge notiert, fallen einem Dinge auf. Nur, wenn wir jetzt zurück in den klassischen Chart gehen, ja, da wird es schwierig, mehr oder weniger. Jetzt sind wir wieder zurück. So, jetzt haben wir das krasse Kontrastbeispiel. Geben Sie im Prinzip mal diesen Chart 100 Tradern und sagen Sie, notier mir bitte alles, was dir dazu einfällt. Einfach aufschreiben, was du siehst. Wirklich ganz banal, die billigste Aufgabe. Man wird erstaunt sein, was man da für Geschichten bekommt. Gar nicht mal ironisch, sondern wirklich. Unfassbar viele Sichtweisen auf den Markt. Was ist im Prinzip, wenn Sie diesen Chart jemandem geben, ja, und sagen, okay, gehen wir oder machen wir es vielleicht mal anders, machen wir es hier direkt im Chart rein, dann ist ja die Frage in der Form, kann man in der Form hier mehr sich aufschreiben? Und das ist das Geheimnis. Das Geheimnis tatsächlich ist, du musst dir Dinge aufschreiben. Aber du musst dir das irgendwie so aufschreiben, dass du es auch wirklich zweifelsfrei ohne viel Arbeit notieren kannst. Und da gibt es, von Christian hat das schon angesprochen,
Es gibt im britischen Pfund den Fokus auf 9 bis 10. Du kannst aber auch 8 bis 9:30 Uhr nehmen. Das wird sich dann, natürlich gibt es Unterschiede, aber wenn du immer von 8 bis 9:30 Uhr nimmst oder immer von 9 bis 10 oder immer von 8 bis 9, wichtig ist natürlich, dass du nicht wechselst. Also heute machen wir das Raster mal von 8 bis 9 und morgen kriegen wir dann irgendwie einen Anflug und sagen, ich spüre, dass 9 bis 10 oder 9 bis 12 besser sein könnte. Ne? Man kann ja auch mal diese Handelsbox anders denken. Was wäre denn eine interessante Sichtweise, wie man auch Boxen machen könnte, nicht auf eine Stunde betrachtet? Naja, in Sessions. Das bedeutet, welche Sessions gibt es? Na, wir haben zum Beispiel die Asia-Session. Die geht von 1 bis 8. Was wäre eigentlich, wenn ich mir also, oder beispielsweise die europäische Session. Das heißt, ich gucke mir gar nicht an, was macht der in der ersten Handelsstunde, sondern mich interessiert, was macht der DAX von 8 bis 15:30 Uhr? Ja? Und das schaue ich mir jeden Tag an. Ne? Und hier sehen wir, die blaue Box ist auf einmal ein ganz großer Korridor gewesen. Und die Anfangsrange ist nichts anderes wie, das ist der Verlauf der Europäer. Das haben die Europäer heute fabrikaziert, um es mal ironisch zu formulieren. Und hier sieht man auch, interessanterweise, wenn man sich den Handelsverlauf der Europäer anguckt, ne, weil ein Amerikaner kommt jetzt an den Markt. So, das ist ja eine gute Frage. Nehmen wir mal an, wir wären in Amerika. So, jetzt findet ja der Handel schon vor ihm statt. Jetzt hat der natürlich auch die Frage, was genau haben die Europäer heute gemacht? Das ist die Thematik, die dahinter steckt. Also stellen Sie sich vor, Sie würden in Amerika leben und Sie müssten da ein Trading-Konto leiten und Sie werden jetzt gefragt, sagen Sie mal, Herr Gürtler, was haben die Europäer heute gemacht? Wie sieht denn das aus? Da drüben, ne, über einen großen Teich. Was haben die gemacht? Ja, also man hat hier mehrheitlich ein bullisches Feld. Es gibt mehr grüne Kerzen als rote. Es war sehr stark. Die EZB kommt noch. Und ja, und dann? Das heißt, es ist auch wieder sehr locker. Also das ist so gesehen, ja, okay, danke für die Info. Aber wenn man natürlich mal konkret fragen will, du, was machen die Europäer eigentlich? Ja, dann braucht man, immer wenn es konkret wird, ganz einfach, dann braucht man einfach ein gewisses Raster. Du musst ja irgendwann mal sagen können, hey, was haben die da fabriziert? So, und auch hier kann man ja sagen, okay, wenn man jetzt gefragt wird, ohne gleitende Durchschnitte, ohne alles, da kommen wir ja noch drauf, ne? Aber wenn man hier gefragt wird, was haben eigentlich die Europäer gemacht? Dann kann man schon mal sagen, okay, das Tief der Europäer lag bei 12.800. Ist ja schon mal ganz interessant. Das Hoch der Europäer lag bei 13.023. Das heißt, wenn die Amerikaner übernehmen, mehr oder weniger, und der Preis geht über das Hoch der Europäer, was drückt das meistens schon aus? Naja, dass noch weiter geschoben wird. Und jetzt haben wir eben keine erste Handelsstunde, sondern weil mich stört dieses Problem, ja gut, das mit der ersten Handelsstunde. Warum soll ich die erste Handelsstunde nehmen? Vergessen Sie die erste Handelsstunde. Nehmen wir die Europäer. Ne? Und dann haben wir hier den Handelsverlauf der Europäer. Und dann gucken wir uns an, alles klar, vom Tief bis zum Hoch waren das rund 230 Punkte. So, und diese 230 Punkte, die packen wir oben und unten drauf. Und man sieht ja jetzt schon, jeder Charttechniker wird doch da hinschauen und sagen, Moment mal, was ist denn da los da oben hier? Weil das ist die 50% Spanne der Europäer. Das sind genau hier, was sind das? 120, ja, 120, etwas weniger, 115. Und dann sieht man ja schon im Chart, Momente mal, wir waren ja jetzt irgendwie bei Volatilität, dann waren wir bei irgendwelchen Boxen und jetzt stellt man fest, okay, diese komischen Boxen haben ja tatsächlich auch noch eine Bedeutung. Naja, was das angeht, an irgendwas müssen sich doch Marktteilnehmer richten.
Wissen Sie, die Leute kommen zu mir nach 10 Jahren und sagen, Herr Gürtler, geben Sie mir ein krasses System. Wonach richten sich die krassen Überhändler? Und dann sagt man sich, na ja, was interessiert dich denn am Markt? Weil wenn ich Amerikaner wäre und ich müsste mich jetzt irgendwie orientieren bei dem ganzen Kauderwelsch, dann müsste ich mir ja irgendein System überlegen. Und ich zeige Ihnen beispielsweise gerade ein Orientierungssystem. Ja, gerade für die Leute, die zum Beispiel am Nachmittag handeln. Das ist auch ganz interessant. Wir können ja mal in der Vergangenheit zurückgehen. Das ist doch auch mal interessant. Hier haben wir zum Beispiel den Tag von gestern. Und es ist doch auch interessant, dass der Markt hier das Hoch punktgenau angelaufen hat. Ne? Und in der Form, aber genau da gedreht ist. Es ist wie Magie praktisch. Und naja, so kannst du natürlich auch durchgehen. Oder hier, ist auch sehr interessant. Ne? Also man sieht auf einmal, der Tag bekommt Struktur. Ah, okay, hier sehen wir, der Markt war ziemlich schwach. Wann war das? Am 11. Juni. Aber jetzt können wir auch mal uns überhaupt Tage anschauen. Das Problem ist doch, die meisten wissen nicht, worüber sie reden. Warum nicht? Na, weil kein System, kein Raster vorhanden ist. Und ich persönlich habe dieses Raster per Hand gemacht früher. Ich bin da reingegangen und habe mir jeden Tag die Boxen eingezeichnet. Jeden Tag. Weil ich mir dachte, na, vielleicht ist da ja was dran. Und hier sieht man schon, okay, man hat jetzt an den vorherigen 2 Tagen, da waren die Amerikaner anscheinend nicht in der Lage, das fortzuführen, was die Europäer hatten oder getan hatten. Hier wiederum schon. Ne? Oder wenn man sich das mal so anschaut. Aber es scheint ja irgendwas an dieser Marke dran zu sein. Wie auf magische Weise. Oder hier. Ja. Es wird aber genauso gut Tage geben, da sieht man das hier, der schießt er nach unten, kassiert die ganze Phase nach oben ab und schießt oben raus. Und das Interessante ist ja jetzt, ich persönlich dachte, okay, jetzt wird eine Prognose draus. Weil das hat jetzt so gut funktioniert die letzten 3, 4 Tage, dass viele vermutlich auch schon gesagt haben, hey, okay, das ist ganz interessant, was der Gürtler da erzählt. Jetzt scrollen wir ein bisschen weiter und sehen schon, hey, das funktioniert ja überhaupt nicht. Zumindest an dem Tag nicht. Ja, und dann scrollt man weiter und sieht, okay, hier mittelmäßig. Ja, dann scrollt man weiter, hier kam gar nichts. Hier kam gar nichts. Ja, hier kam wieder viel. Und glauben Sie, das ist Zufall? Ganz simple Frage. Ja, das ist so gesehen an irgendwas. Zufälle Müssen und sich Händler Preisdruck. orientieren. Weißt du, was ich meine, Christian? Du, zum Ja, Beispiel für dich absolut. als Chartanalyst. Du orientierst dich doch auch an fixen Linien. Aber du musst doch irgendwie mal die Antwort finden, wo ist genug? Wo ist praktisch genug von heute? Ja, ich sage ja auch, pflege da immer den Spruch, also Horizontalzonen eben auch wie deine Boxen, ja, also Support, Resistance, also Widerstand, Unterstützung, umgedreht, sind genau die wichtigen Merkmale, an denen man sich eben orientiert. Ich meine, schräge Trendlinien, da geht es ja auch schon los mit logarithmischen linearen Charts, nimmst du die Hochtiefs, die Kerzenpunkte. Das ist so ein bisschen zu subjektiv, wenn man ganz ehrlich ist. Aber die Ich Horizontal. zeichne das ein, ich unterstütze das gerade, was du Absolut. sagst. Es ist einfach zu subjektiv. Obgleich, ich hatte ja vorhin auch Candlestick-Muster angesprochen, die da von der Zeit halt, weil die Zeit irgendwo doch wirklich relativ ist, gibt es aber natürlich aufsteigende Dreiecke mit einem statistischen Vorteil etc. Das funktioniert schon, ja. Aber dennoch ist es so gesehen sehr subjektiv, hingegen eben eine Volatilitätsmessung, also eine Preis-Action, die man einfängt, beziehungsweise hier bemisst, schon ein anderer Radius ist. Und das meinte ich ja auch vorhin mit der Ansage, ich bin technischer Analyst, klar, aber ich orientiere oder gebe Widerstands- und Unterstützungszonen, also in horizontaler Zone, also praktisch auch in einer Boxenart, einen viel, viel größeren Anteil in Sachen Gewichtung als jetzt zum Beispiel in einer schrägen Trendlinie, die ist eher untergeordnet. Aber solche Boxen, Schrägstrich Zonen, schaut euch den Goldpreis an, das ist ein hochinteressantes Gerät in meinen Augen.
Wir sind Haben wir doch von hier. JFK hat doch 1000 Basiswerte. Können wir uns gleich ganz anschauen. genau, beim Goldpreis, also ich bin jetzt Offenlegungspflicht spekulativ short, weil wir in einer Range oben abgeprallt sind. Das sieht zumindest so aus. Und wir sind von einer Range in die nächste sozusagen gesprungen beim Goldpreis. Ja, wenn du jetzt mal auf größere Zeitebene gehst, hier nimm mal den H4. Wir sehen hier vom Januar bis jetzt hier zu dem Ausverkauf im April eine grobe Range. Ja, eine schöne grobe Range, die ist jetzt nach unten aufgelöst und jetzt sind wir praktisch da wieder in so ein Level reingelaufen, was einst Unterstützung war und nun als Widerstand fungiert. Das ist was, wo ich sage, da habe ich genau das, da habe ich einen Fokus drauf. Okay, ich meine, ob ich richtig liege, das weiß ich am Ende nicht. Was wir machen können, sind mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, vielleicht mit einem statistisch gewissen Boxenvorteil vorzugehen, nach dem Motto, hey, das wurde so und so oft angelaufen. Das ist eine Price Action, eine Nachfrage, Angebotszone, also da passiert was. Und in die sind wir heute vorgedrungen und der Goldpreis wird abgewiesen, ja. Statistisch gesehen rechne ich jetzt eher damit, dass der Goldpreis fällt. Ob es passiert, weiß man nicht. In so einem Fall zieht man den Stop-Loss, verabschiedet sich vom Geschäft und schaut einfach nach den nächsten Chancen. Aber das ist genau das, wo ich meine. Du hast im Prinzip immer wieder solche Ranges, Horizontalzonen, vergleichbar jetzt mit deinen Boxen, nur in dem Fall auf Tagesbasis über Monate betrachtet, wo man eben hier eine untere Range ganz klar hat und auch oben eine sehr schöne Range. Das Widerstandslevel um 1360. Ganz signifikant, dass der Goldpreis jedes Mal wieder abgewiesen wurde. Und du hattest hier wirklich über Monate hinweg so eine zähe Seitwärtsspanne, wo, ich sage ich mal, Trader, die jetzt hier auf Momentum im Rahmen einer Trendbewegung gesetzt haben, schier verzweifelt sind, ja. Und deswegen muss man hier theoretisch auch mal so einen Ausbruch abwarten, der jetzt hier per se nach unten geschehen ist. Und jetzt pendeln wir uns aber schon wieder in einer Range seitwärts. Und da ist der Goldpreis wirklich derzeit im Handelsjahr 2018 sehr, sehr, ich will sagen, also das ist ein Gerät mehr oder weniger langweilig, aber auch nervenaufreibend für Trader, die jetzt hier dann sozusagen einen Vorteil suchen. Kurzfristig gibt es hier, wie gesagt, immer wieder Chancen innerhalb einer Range. Aber wenn man jetzt auf so Trendmomentumsbewegung setzt, dann wird es eben wirklich spannend. Ja, und der Goldpreis, den finde ich halt aktuell aufgrund der gegenwärtigen Bewegung sehr, sehr interessant. Und man muss mal schauen, wie der Wochenausklang aussieht. Aber wenn er jetzt unter 1300 rausgeht aus der Woche, wäre es eher bärisch, wenn er sich jetzt doch da irgendwo settelt oder diese Zone nach oben jetzt auflöst und wieder reinkommt in die vorherige Range, ja gut, dann hat er locker Luft, wieder in Richtung 1360 anzusteigen, ja. Da muss man dann sagen, okay, dann freut sich der Bulle und dann switcht man auch gerne mal auf ein Long-Setup. Aber das mal als Beispiel in Sachen solcher Boxen und Ranges. Das bietet zum Beispiel neben solchen Intraday-Beschauungen eben auch der Goldpreis zum Beispiel auf Tagesbasis. Von den Dingen, die du gesagt hast, finde ich zwei ziemlich bemerkenswert. Das eine ist, du hast die Subjektivität angesprochen. Absolut. Ein Mittel, die Subjektivität zu reduzieren, ist, wie du gerade perfekt gesagt hast, Horizontalen zu verwenden. Das ist das eine. Das heißt, das ist genau der Punkt, warum ich beispielsweise nur ganz im Präsenz handle. Weil die Frage ist ja, naja gut, wir haben jetzt über die Boxen gesprochen, aber je länger man im Prinzip aktiv ist, und Christian ist ja auch schon wirklich ein wirklich alter, erfahrener Hase, was das angeht. So, je mehr man sich Danke beschäftigt, dir. desto eher willst du, desto eher willst du ja im Prinzip nur noch horizontale Zonen verwenden. Nicht nur, aber du konzentrierst dich drauf. Zum Beispiel Gold oder an Gold wurde eine horizontale Marke genannt. Das ist zum Beispiel auch britisch Pfund, japanisch Yen. Aber da kriegt man auf jeden Fall mehr Objektivität rein als mit Schrägen. Schrägen sind durchaus etwas problematischer. Und in der Form ist der erste Tipp, wenn man, sagen wir mal, nicht mit festen Rastern wie Range Breakout arbeiten möchte, ja, dann ist trotzdem der Fokus auf horizontale Linien extrem wichtig. Und zweite Thematik zum Thema Gold. Christian weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, was passieren wird. Das weiß niemand. Aber was hat so eine Phase letztendlich zur Konsequenz? Na, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich meine, entweder hat der Markt jetzt, kriegt der Markt den Short Drift. That's it. Ich persönlich mache es mittlerweile so, meine Systeme haben ja den Vorteil, dass sie vollautomatisch handelbar sind. Ne? Und das heißt, ich handle charttechnisch sehr, sehr selten. Wenn ich sowas sehe, ja, bin ich in der Form, den Short mache ich meistens, wenn überhaupt nur mit einer halben Positionsgröße. Was ich persönlich mag, ist, wenn diese Dinger wieder gerebreakt werden. Das hat Christian in einem Nebensatz erwähnt, der aber durchaus, gut, für ihn ist das Business as usual, aber der ist tatsächlich nochmal es wert hervorzuheben. Absolut. Weil soll,
Er hat gesagt, nee, du hast nämlich gerade gesagt, irgendwo, ganz nebenbei, naja, wenn der sich hier settelt, kann ich mir auch vorstellen, long zu gehen. Und Absolut. ich mache das meistens so, dass ich den Short weglasse und nur warte, ob der dann long geht. Das heißt, als Beispiel wäre dann der Ausbruch nach oben, Genau. er kassiert alle Shorts ein, macht auch das letzte hoch, bricht das relativ zügig, zieht dann zurück und ich kaufe mich dann praktisch in das Pullback ein. Von der ehemals long gebrochenen Unterstützung, die short wurde und jetzt wieder long ist. Praktisch ein polarer Markt. Das heißt, mehr oder weniger die Offensichtlichkeit. Und jetzt könnte man sagen, naja, das bahnt sich schon an. Es wird 50% der Fälle geben, da schießt er unten durch. Absolut. Es gibt 50% der Fälle, da schießt er oben durch. Christian hat das wunderbar formuliert. Und was das angeht, bin ich ein großer Freund davon, solche Sachen. Ja, wenn man automatisiert handelt, kann man ja sagen, man handelt gewisse Boxen. So, und zum Beispiel heute haben wir im Euro gewisse Boxen gehandelt. Kann ich auch noch mal zeigen hier auf unseren Portfolios, die wir ja auch bei JFD umsetzen. Und die laufen automatisch. Da muss ich nichts tun, außer die EAs kontrollieren. Und wenn ich aber solche Setups sehe, dann kann ich optional draufspringen. Und warum ist das jetzt so wichtig mit den Systemen? Was macht das mit dem Charthandel? Na, relativ einfach. Wenn du irgendwelche Boxen handelst, dann hast du den Druck schon draußen. Dann hast du ja schon Positionen abgesetzt. Das heißt, für heute zum Beispiel, hier sehen Sie den zwei Konten von uns in der Form. Ich muss das aufpassen, dass ich das nicht zu weit. So, hier sehen Sie beispielsweise die Boxen, die wir im Euro gehandelt haben. Und heute haben wir einmal eine Longbox gehandelt. Die ging in den Verlust und eine Shortbox. Naja, und dann sieht man halt, okay, heute Verlust minus 419 plus einen kleinen Gewinn, 377. So, das läuft für sich automatisch, wenn man so Boxen handelt. Weil natürlich, wir waren ja eigentlich stehen geblieben bei Systemen. Und die Frage ist ja, gut, jetzt hast du da am Ende so ein System und du musst dich zurechtfinden mit solchen Boxen oder eben im Chart. Und ich würde vorschlagen, weil wir haben ja hier unglaublich viele Themen auch angeschnitten und wir haben einen schönen Blumenstrauß aufgemacht an Themen, die wir vertiefen müssen. Müssen wir. Und in der Form würde ich eben sagen, diese Themen, darum wird es gehen, die immer in diesem Börsenmatrix Live-Event nochmal oder in diesem JFD Live-Event nochmal detaillierter abzuarbeiten und zu sagen, okay, was können wir denn konkret dann mit einer Box machen? Ja. Absolut. Was können wir konkret da und da machen? Weil wir haben natürlich auch noch bei JFD kümmert sich tatsächlich sehr gut um die Trader. Das ist einer von wenigen Brokern, die interessieren sich dafür, ob der Trader wirklich Gewinn macht. Weil Fakt ist, JFD verdient nicht an den Verlusten. So, und wenn der Broker nicht an den Verlusten verdient, dann verdient er an was? Naja, dass man handelt. Also hat der Broker keinen Bock, dass man im Prinzip das ganze Geld verschrottet, zwei Trades macht und dann weg ist. Das heißt, JFD hat einfach ein Grundinteresse, dass der Trader profitabel ist. Je profitabler, desto mehr handelt er. Je mehr er handelt, desto besser für JFD. Und das ist eben so ein Punkt, das muss man auch ganz klar sagen. An dieser Stelle bin ich sehr froh über die Kooperation. Und ich bin auch froh, dass JFD da so viel einfach als Market Maker viel für die Trader macht. Und eine Aufgabe davon ist es, auch weitere Webinare zu machen. Und das, ein Moment, weiteres Webinar Market kommt Maker. um 19 Uhr. Absolut. Also Market Maker kommt gleich dazu, genau. Aber Market Maker natürlich nicht im Sinne davon, dass wir die Preise machen, sondern eher, dass wir eben kein Market Maker sind. Das muss man, du hast das auf den Punkt gebracht. Wir haben Interesse daran, dass die Trader erfolgreich sind. Ich meine, ich bin auch froh, dass Richtig. du bei uns bist mit deinem System und wir wollen jetzt hier den Blumenstrauß auch genauso weiter ausstreuen. Und da wird, wie gesagt, da wirst du ja gleich nochmal einen Hinweis geben auf das, was du auch wöchentlich jetzt mit uns machst. Neben dem, dass wir so ein Live-Event auch mal tagsüber